YouTube. Wollt ihr so richtig abgetreten in die Horror? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Project 13 hat einen weiteren Teil bekommen. Den ersten Teil haben wir ja gespielt. Der war schon extrem abgedreht. Und jetzt, nicht mal, glaube ich, einen Monat später, gibt es schon den nächsten Teil. Taxidermy Trails heißt das Ganze. Taxidermie ist, soweit ich weiß, Tierpräparation. Und wir sind diesmal nicht in einer Nervenheilanstalt, sondern in einem Museumabschnitt. Und auch dort müssen wir Anomalien finden. Insgesamt gibt es 35 Stück. Und dazu müssen wir genau alles beobachten und analysieren. Und ich weiß jetzt schon, dass die ganzen Backseat-Gamer da draußen richtig durchdrehen. Kies, da war die Anomalie. Der dritte Pixel im Gemälde ist ein bisschen anders. Der war vorher blau, jetzt ist er irgendwie hellblau. Anomalie entdeckt. Ja, das wird wieder sehr, sehr lehrreich in den Kommentaren. Deswegen Hashtag Backseat Gaming in die Kommentare schreiben, Video bewerten und wir gehen jetzt auf eine abgedrehte Reise und jagen Anomalien. Auf geht's! Die Firma hat mir eigentlich gesagt, wenn ich die Nervenheilanstalt überstehe, dann bin ich frei. Dann darf ich gehen. Dann darf ich meine Sachen packen und nach Hause gehen. Aber sie haben gelogen. Sie haben einfach eiskalt gelogen. Jetzt bin ich hier und muss schon wieder Anomalien finden und schon wieder 13 Mal durch denselben Gang laufen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, wow, das wird wahrscheinlich deutlich schwieriger, weil der andere Gang, der war so schön clean, ne? Der war so schön clean, da wusste man irgendwann so seine Spots, aber hier, oh Gott, allein die Schaufenster, was ich hier alles verändern kann. Die Bärenfamilie, das Bärenjunge. Was haben wir hier drüben? Die Hirschfamilie. Bin ich geduckt? Ich bin geduckt. Okay, aus irgendeinem Grund war ich geduckt. Hier, irgend so ein Fisch. Also der erste Run, wenn mir da nicht die Anomalie direkt in die Fresse springt, werde ich erstmal überhaupt gar keinen Unterschied merken, ne? Okay, was ist denn hier so drauf? Aha. Irgendwelche Western-Leute hier drüben. 1972. Die Pfadfinder, die wurden natürlich dann von der Bärenfamilie gefressen, das weiß auch jeder. Dann haben wir hier ein altes Gewehr drin. Füchse, die sich mit Raben oder Krähen duellieren. Hier hängt ein Löwe, hier hängt ein Bock mit Geweih. Nilpferd, Elefant da hinten. Ein riesiger Affe. Ein riesiger Affe. Okay, Anomalie, so groß ist kein Schimpanse. Dann haben wir hier Wildschweine mit einem... Entweder ist das ein Baby-Wildschwein oder ein Häschen. Nee, das ist ein kleines süßes Häschen. Ein Pferd. Also ganz ehrlich, wer hängt sich denn Pferdekopf jetzt so hin? Sind wir hier bei der Pate? Dann hier ein stolzer Jäger, ein Schwert. Wölfe, die fressen. Ein Elch. Trepidarias Axt. Mysteriöse Steine, die leuchten. Maybe eine Anomalie. Das goldene Ticket. Ah, wenn ich ein goldenes Ticket habe, dann kann ich Freunde mitnehmen. Ein fetter Grizzly. Ein Pinguin mit einem Stock im Arsch. Ein Krokodil. Bigfoot. Ist das eine Anomalie? Ich meine, Bigfoot gibt es ja nicht wirklich. Yo, Biggie. Löwe und Zebra, Weibchen und Männchen. Ist das eine Anomalie jetzt mal im Ernst? Es gibt doch keinen echten Bigfoot. Ich meine, da wir hier ausgestopfte Tiere sehen, ein Schwein. Keiner stopft ein Schwein aus. Die größte Spinne der Welt. Ein Tiger. Eine Hasenschule, die von Ziegen unterrichtet werden. What? Okay, das ist doch eine Anomalie. Da hat sich jemand die Birne weggepustet und der Typ ist Imker und wollte ihm gerade irgendwie den... Das ist wahrscheinlich dieser Honig, von dem du Trips bekommst. Möchtest du mal von dem Trip Honig probieren? Pusch. Tot. Die kleine Sally mit den Schäfchen. Eine Schildkröte. Babykrokodil. Mit der Natur, Nase an Nase. Okay, ein Farmer mit seinen Schweinen.
Alter, hat die Euter. Sorry. Ja, sorry. Also, kann ich ja nicht irgendwie ignorieren. Das ist die Frau Gausen. Der hat auch einen ganz schönen Wasserblick. Der hat mal einen richtigen Silberblick gekloppt. Hallo, Frau Gausen. Die Frau Gausen. Wer kennt sie nicht? Ha. Gut, ich sag, da ist eine Anomalie im Spiel, oder? Ich meine, Anomalie. Ja, jetzt müssen wir noch rausfinden, was die Anomalie war. Ich will ganz kurz da hinten hinrennen. Keine Sorge, wir schauen uns oben. Ja, pack das Messer weg, Junge, pack das Messer weg. War Bigfoot die Anomalie? Nee, Bigfoot war keine. Dann der Flinten-Johnny. Huh, der ist neu. Ja, der Flinten-Johnny war die Anomalie. Scheiße, bist du gruselig. Ob die Anomalien diesmal ein bisschen offensichtlicher sind? Also die Gausen sind definitiv eine Anomalie. Tja, Silikon, hey, auch im Alter. Ich habe da immer so eine Geschichte von der Nachbarin. Damals in meinem Elternhaus hatten wir eine Nachbarin so gegenüber und wenn man halt auf dem Balkon war, konnte man die sehen. Und nein, das war keine sexy Lady oder sowas, sondern das war eine ältere Dame. Aber die hat sich damals die Brüste machen lassen. Und die sah aus wie so eine Rosine, weil die auch nur in der Sonne lag. Liebe Kinder, legt euch bitte nicht in die Sonne, das ist super ungesund. Und die sah aus wie so eine Rosine vom Körper her, aber ihre Gausen waren wie von einer 20-Jährigen. Sehr, sehr skurriler Anblick. Sehr, sehr skurriler Anblick. So, was könnte es denn sein? Was ist denn hier drüben? Wikinger-Schatz. Also hier sieht alles normal aus. Der Elefant sieht gut aus. Die Bärenfamilie sieht gut aus. Flusspferd sieht gut aus. Wer bist du? Bist du eine Anomalie? Ich habe die meisten hier ausgestopft. Okay, du bist echt ein widerlicher Typ irgendwie. Du bist voll der Creep. Ja, und die erinnert mich total an meine Nachbarin. Körper 70, Gausen 20. Dank Plastik. Okay, Bigfoot ist real. Ist keine Anomalie. Die Spinne. Hm. Ist das ein Tukan oder ein Kakadu? Ich verwechsel das immer. Ihr könnt jetzt wieder schlaubergern und es in die Kommentare schreiben. Die Poster sehen auch gleich aus. Ach guck mal, das kannst du sogar hier lernen. Wie im Bates Motel kannst du dann Tiere präparieren. Hm. Die Viecher da oben sehen eigentlich auch normal... Hey, was war denn das eben gerade? Was hast du gerade gemacht, ha? Huh? Ich kann ihn anrempeln. Ich kann in ihn rein. Alter. Du bist richtig Sag, ist der eine Anomalie? Er war ja nicht da. Er war ja nicht da. Ich sag, hier ist keine. Du bist doch keine Anomalie. Du bist irgend so ein Dude, der spazieren geht. Wir werden es rausfinden. Nee, es war keine da. Okay, der Typ ist also Teil des normalen Ablaufes. Aber wo war er dann? Wo war er dann? Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Bild sieht gut aus. Füchse und Vögel und so, alles easy. Schwert, der stolze Jägersmann, das Pferd, der Affe, die Schweinchen, das Wolfsrudel, die Axt. Verschränkt immer die Hände so merkwürdig nach hinten. Was machst du da mit deinen Händen? Voll die komischen Warzen auf den Händen. Ekelhaft. Und der hat auch keinen richtigen Ablauf. Naja. Belästigt mich einfach, wenn er Bock drauf hat. Huh. Nashorn. Schweinchen. Sieht eigentlich alles relativ normal aus.
gegenüber noch ein Matschauge. Auch die Puppen, da könnte sich vielleicht auch irgendwas verändern, dass auf einmal irgendwas Gruseliges hängt. Der Mann mit dem Honig. Zebra und die Löwen. Yo, Bigfoot. Wenn es dich doch nur wirklich geben würde. Ja, was ist das hier? Ist das ein Schatten? Oder ist das ein Fleck? Dieses Fiepen. Sobald ich hier irgendwo näher rankomme, fiept es richtig übel. Ich weiß nicht, ist das ein Fleck oder ein Schatten? Die Schüler sehen immer noch normal aus. Die Hirsche haben keine Tentakel bekommen. Hier ist immer noch eine Waffe drin. Jetzt mal ganz easy, Kumpel. Hey, das ist nichts, oder? Das ist... Der kann man noch angucken. Das ist nichts, oder? Ich bin richtig paranoid. Also wenn wir es jetzt versauen, schauen wir mal, ob das Ding da immer noch fleckig ist. Ich bin sehr, 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 sehr paranoid, was die Sache hier angeht. Ich habe nichts gefunden. Maybe. Oh, es war nichts da. Sehen gleich das. Okay, das ist schon mal keine Anomalie, der Fleck da drüben. Man weiß halt nicht, ab und zu sind ja die Anomalien auch so unscheinbar, ne? Irgendwie ein Stuhl fehlt oder sowas. Der Boden hier verändert sich vielleicht. Sowas gab es ja auch bei dem anderen, dass der Boden irgendwie, der Streifen war so ein bisschen verzogen. Das Gewehr, der Fisch, Wikingerjolt. Wahrscheinlich habe ich schon ganz viele Kommentare mit: Du hast übersehen! Ist da ein Kreuz? Ne, ist ein Schatten, der ein bisschen merkwürdig fällt. Dir traue ich halt absolut nicht, alter Mann. Dir traue ich einen Feuchten über den Weg. Pferd. Grizzly, Krokodil. Axt. Leuchtende Steine. Oi, 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 oi. Boah. Alter. Die Karnickel hier werden vom Ziegenmann gebrainwashed. Anomalie gefunden. Ich habe so hardcore-mäßig eine Anomalie entdeckt. Ich habe so eine dicke Anomalie in der Hose. Ich war Missgausen. Einfach dieses Matschauge. Ich war mal Bikini-Model. Ja, das glaube ich Ihnen. Vier, ey. Vier auf Anhieb. Was hat der Junge denn für einen Blick drauf? Sahen die ganze Zeit so bescheuert aus? Moment, sahen die Kinder die ganze Zeit so bescheuert aus? Die sind ja alle irgendwie jetzt auf einmal... Waren die schon immer so entstellt? Mal in der Hinterhand behalten. Waren die Kinder schon immer so entstellt? Mama Bär hat schon immer so da gesessen, ne? Hat sich nichts verändert. Da sieht alles normal aus. Die Füchse sehen auch gut aus. Geh mal zum Hautarzt. Du siehst echt nicht gesund aus. Schweine sehen gut aus. Der Jäger sieht gut aus. Das Schwert sieht gut aus. Pferd sieht gut aus. Der Bär sieht gut aus. Das Ehepaar. Der Stock ist immer noch im Arsch des Delfins, des Pinguins. Ach, Delfin und Pinguin ist eigentlich quasi dasselbe.
Okay, die Hasenschule ist wieder normal. Alter. Alright, Anomalie gefunden. Das ist definitiv eine Anomalie. Dann sahen die Kinder schon immer so verklatscht aus. Die Kinder sahen schon immer so verklatscht aus. Naja, gut zu wissen. Ey, 5. Respekt, so für First Try. Guckt euch den Jungen mal genau an. So sieht doch kein normales Kind aus. Was mit dem? Wikingerschatz, Elefant, Bärenfamilie, Fisch, Knarre, Flusspferd. Der Löwe. Die alte Crackpfeife. Das ist eine Crackpfeife. Hier vorne hat man Tabak reingemacht und beim dicken Ausgang hat man gezogen. Das Rudel. Wölfe? Du bist echt ein Creep, Alter. Du bist echt ein Creep. Das Ehepaar. Ich traue Bigfoot halt nicht. Würde ich geil finden, wenn er irgendwann einfach hier rausspringen würde, ne? Das wäre echt cool. So, die Hasenschule ist wieder normal. Warte mal, hat der schon immer so einen dicken Bauch gehabt? Huh. Ich denke mal ja. Der Bauern die Schweine. Schnauze an Schnauze mit der Natur. Kinder lernen das Ausstopfen von Tieren. Das ist ein schweres Bild, weil es sieht schon irgendwie so satanistisch aus, ne? So okkult. Alright. Oh, Alter, dieser Creep! Was ist denn dein Problem? Such dir irgendwo... Geh weg. Geh einfach weg. Verfolg mich ja nicht. Nein, ich will keine Monatskarte fürs Museum. Ich bin nicht interessiert. Die Lampen sehen gut aus. Was ist eigentlich hier drin? Knochen. Hm. Das sieht so aus, als würde es schon irgendwie da reingehören. Ich würde sagen, hier ist keine Anomalie. Und 6. Ey, also gerade haben wir einen Lauf. Nur den Kindern hier traue ich nicht. Mama Bär. Elefant. Fisch. Knarre. Die haben alle irgendwie so einen irren Blick drauf. So einen alten Matschblick haben die irgendwie. Die Schweinchen. Die Wölfe. Willst du dich mit mir anlegen, hä? Hä? Mit Stress, hä? Oder willst du rumknutschen? Den Stein traue ich irgendwie nicht so. Ich habe das Gefühl... Guck, die hat auch so einen geisteskranken Blick. Ich habe die Goldkarte! Ja, meine Frau und ich, seitdem sie die Goldkarte hat, läuft unsere Ehe wieder voll gut. Guck mal, du kriegst 3 Tage kostenlosen Eintritt ins Tierpräparationsmuseum. Und kannst dich dann wahrscheinlich im Anschluss selbst präparieren lassen. Und Teil der Ausstellung werden. Geil. Wie die Goldkarte meine Ehe gerettet hat. Ja, hier sind die Knochen. Die Häschenschule ist gut. Hat wirklich so einen geschwollenen Bauch. Krokodil. Schildkröte. Den Schäfchen geht's gut.
Ja, irgendwann muss ich einen Fehler machen. So eine Frage der Zeit. Ach hier. Den Schriftzug habe ich mir noch gar nicht gemerkt. Jokalon? Was zum Geil ist ein Jokalon? Was zum Geil ist ein Jokalon? Das Taxi der Museum Jokalon. Er hat auch die goldene Karte, sage ich dir. Er hat sogar Platin. Der geht nie wieder raus aus dem Museum. Mhm. Der Löwe und das Zebra. Das Wolfsrudel, Affe, Schweinchen, Crackpfeife, die Gemälde, Elefant, das Bärenjunge. Ich würde sagen, hier ist nichts. Hier ist nichts, oder? Irgendwann werde ich einen Fehler machen. Weil es bestimmt auch welche gibt, die halt super, super fies sind. Nothing. Bigfoot, hat sich bei dir irgendwas verändert? Bist du noch bigger geworden? Das Schwein. Die Spinne. Der Tukan, Kakadu. Ist es ein Tukan? Ich google das jetzt. Das lässt mich sonst nicht mehr los. Ich muss es wissen. Das ist ein Tukan. Was ist ein Kakadu? Kakadu ist... Ah, das ist dieser weiße Vogel mit dem lustigen Federkamm. Okay, ist ein Tukan. Ich wusste irgendwie, dass es ein Tukan ist. Aber ich war mir irgendwie nicht mehr sicher. Ab und zu verwechsel ich Tukan und Kakadu. Es sind halt witzige Vogelnamen, ja. Ich meine, da kann schon mal was im Gehirn, ne? So, ich habe nichts... Nichts gefunden. Das kann nicht sein, dass jetzt nichts ist. Frau Gausen, haben Sie irgendwelche Tipps? Ha. 35 Anomalien gibt es zu finden. Und? Echt jetzt? 7. Hättet ihr es gedacht? Warum muss ich eigentlich mit so einer Gaskartusche mit einer Maske da rein? Ist die Luft hier drin toxisch? In der Anomalie? Füchse und Vögel. Löwe, Pferd, stolzer Jäger. Das Schwert, das Crackhorn. Was steht denn da? Mr. Johann. Du bist Security, du? Wirklich jetzt du? Also entweder kannst du irgendwie Krav Maga mit tödlichen Effekt oder... Du willst Security hier sein? Das kann ich irgendwie nicht abkaufen. Ich weiß nicht. Naja. Man soll ja ein Buch nie nach seinem Umschlag bewerten. Vielleicht kann Mr. Johann auch richtig abgehen. Wir wissen es nicht. Steht aber nicht anders, oder? Irgendwann fängst du wirklich an, so ein bisschen alles zu hinterfragen. Steht der anders? Macht der irgendwas anders? Der Geißbock erzieht immer noch die Häschen. Der gute alte Tukan ist immer noch hier. Der Bienenmann. Nase an Nase. Jokalon. Sieht alles gleich aus, oder?
Keine Sorge, ich klau nix. Den Dreck hier will eh niemand haben. Muss mir echt nicht an den Backen kleben. Johansen. Löwe, Zebra. Der Bär. Das sieht eigentlich aus wie immer. Pferd, Riesen, Affenkopf. Löwe. Ganz kurz dachte ich, hier wäre irgendwie Blut oder so, aber nee, es ist kein Blut. Es ist einfach nur die Textur des Holzes. Denke ich mal zumindest. I don't know. Ich sehe echt nichts. Ich sehe absolut nichts. Entweder wir verkacken es jetzt oder es geht alles... Was ist das? Irgendwie... Kommen seine Beulen aus seinem Pulli raus. Der Bär sieht aus wie der Cocaine-Bär, oder? Mit seinen Augen. Warte, ich will mir noch die Steine da drüben angucken. Immer noch blaues Leuchten drin. Ich habe irgendwie bei der Spinne so das Gefühl, die könnte irgendwann sich vielleicht bewegen, dass sie so ein bisschen krabbelt oder sowas. Boah, ich gehe jetzt wirklich nochmal rein und sage keine Anomalie. Kann doch nicht sein, oder? Ohne Witz! Heftig. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Crackpfeife. Der Jäger. Das Pferd und die Schweine. Das Wolfsrudel. Johansson. Die sehen auch gleich aus, oder? Ja, Golden Ticket. Der Krokomann. Die Hasenklasse. Turtle, Mini-Krokodil, Schwein, was war das eben gerade für ein Geräusch? Nasenspitze an Nasenspitze. Kurs fürs Tier präparieren. Jockalon, immer noch. Ha. Fühl mich irgendwie nicht wohl dabei, jetzt wieder durchzulaufen. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was sich hier verändert hat. Die Axt ist nicht blutig oder sowas. Das Schwert ist nicht blutig. Hier ist nichts. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt dreimal oder so hintereinander nichts haben. Ich muss dich angucken, du bist immer noch Mr. Johann. Geschrieben mit 2 N. Ja, geschrieben mit 2 N. Das gibt es doch nicht. Nashorn. Hat sie noch ihren Schielblick? Ah. Also, ich bin geneigt dazu zu sagen, hier hat sich wieder nichts geändert. Und wenn, müsste es ultra versteckt sein.
Gut, ich sag alles cool. 9, ey, what? Ich werde das doch jetzt nicht irgendwie First Try durchspielen. Außerdem gibt es hier 35 Anomalien. Ich habe wie viele jetzt gefunden? Den Headshot-Dude. Dann die Lady bei den Schäfchen. Und die Hasen. Und sonst war es das doch, oder? Oder vergesse ich jetzt irgendeinen? Ich habe erst 3 oder 4 Anomalien. Kann doch nicht euer Ernst sein. Wo sind meine Anomalien? Wo sind meine Anomalien? Nichts, nichts. 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 Frau Gausen, haben Sie irgendwas gesehen? Mr. Johann. Sie sind nicht mutiert oder sowas, ne? Ich wäre jetzt geneigt zu sagen... Hier ist schon wieder keine Anomalie. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, hier ist nichts. Ich glaube, die Anomalien sind nach Hause gegangen, weil hier der Security-Mann die alle verjagt hat. Der Pinguin hat immer noch den Stock im Arsch. Dem haben sie auch einen Stock in den Arsch geschoben. Das ist ja grausam. Stell mal vor, du bist ausgestopft auf ewig mit einem Stock in deinem Rektum. Jokerlon. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich einen großen Fehler, oder? 10! Der gute alte Jokerlon. Ey, ich habe ein Händchen dafür, irgendwie keine Anomalien zu haben, ne? Bei Projekt 13 Urspiel war es ja auch so weird bei mir. Und dann guck mal bei anderen rein, da geht da voll die Party ab. Und ich hätte dann nur diese ganz, ganz kleinen, super dezenten, mega unauffälligen Anomalien. Ey, danach muss ich eine Runde spielen im Hardcore-Modus. Da führt kein Weg dran vorbei. So, Bigfoot. Mit dem muss es eine Anomalie geben. Es gibt's doch nicht, dass der keine Anomalie hat. Ich meine, es ist Bigfoot. Hier ist nichts. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ich gucke auch immer hier auf die Tierchen im Hintergrund. Alles easy, alles gut. Ja, du bist der gleiche unheimliche Typ, der hier immer durch die Gegend läuft. Lady Mary? Wo sind meine Anomalien? Huh? Wo sind die? Axt, Schwert, der Jägersmann, der Löwe, die Raben, das Gewehr, der Fisch,
Bärenfamilie, Wikingergold, der Elefant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sind immer Vierer-Dinger. 4, 4, 4 und 4. Ich muss leider gestehen, ich glaube, hier ist wieder nichts. Aber das ist irgendwas extrem, extrem Unscheinbares. Ey, leck mich am Arsch. Leck mich, also wirklich jetzt. Was ist denn das? Ich bin zu krass, die Anomalien haben Angst vor mir. Die sagen, wenn Kiester spielt, dann mach ich nicht mehr mit. Der ist mir zu heftig. Bin ich raus. Hashtag, wo sind meine Anomalien? Kleiner Kontrollcheck, ob ihr noch da seid. So, Kontrollchecks sind immer wichtig, um die Aufmerksamkeit des Zusehers zu analysieren, um zu gucken, wie lange soll so ein Video eigentlich gehen. 2 Stunden ist vielleicht viel zu viel. Da brennt den meisten Zusehern irgendwie eine Sicherung weg oder sowas. 2 Stunden Keystroke am Stück? It's too much. Das goldene Ticket. Pinguin, Krokodil, Bigfoot. Turtle. Die Spinne krabbelt nicht oder sowas? Die Klasse. Ach komm, jetzt kann er nicht wieder nichts sein. Langsam wird es ein bisschen irre. Die Schweine, die Sitzreihen. Das kann nicht sein. Mr. Johann, haben Sie meine Anomalien zufälligerweise gesehen? Oder haben Sie die vielleicht auch, keine Ahnung, gekapert? Ja. Oh. Jokalon. Nichts. Ich sag nichts. Ich renne jetzt einfach rein. Wo? Da war irgendwas. Ich bin bei Null. Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Aber egal. Ich will ja eh Anomalien sehen. Jetzt hau mal raus hier, Spiel. Was wäre das denn wohl gewesen? Der aufmerksame Zuseher, der wusste es. Schon immer Waffen, oder? Ja. Affe, Pferd, der Jäger, das Schwert. Okay, er ist jetzt auf jeden Fall aktiv. Er geht nicht mehr weg, er lässt mich irgendwie nicht mehr aus den Augen. Ah, vielleicht war irgendwas in dem Knochenkasten. Den habe ich nicht abgecheckt. Was ist das? Alter, was läuft hier? Was läuft hier? Ah ja. Frau Gausen, haben Sie Ihre Tabletten nicht genommen? Ich glaube, der Frau Gausen sind ein paar Sicherungen durchgeschmort. Ihre Pillen nicht gefressen. Elefant. Aha, Anomalie gefunden. Und zwar hier. Plötzlich ist der eine ein Werwolf. Und steppen wir natürlich jetzt lässig durch. La 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 la. Frau Gausen hat wieder ihre Pillen bekommen. Das freut mich, Frau Gausen. Sie ist wieder eingestellt. So, 2. What? Jetzt hauen sie aber die Anomalien raus. Besessener Elch. Nee, ist kein Elch, ist ein Hirsch. Ich denke ja. Das ist ein Elch. Besessener Hirsch. Viech mit Geweih. Besessenes Viech mit Geweih. Guck mal, jetzt 3 Anomalien hintereinander. So, du bist wieder cool. Dann weiß ich jetzt auch, worauf ich achten muss. Je mehr Anomalien du halt findest, umso mehr weißt du ja, wo du einen Blick drauf werfen musst. Das Schwert.
Crack. Besitzer. Aha. Biggie. Löwen, Poster, Pinguin, Krokodil. Es gibt wahrscheinlich wirklich ein paar sehr, sehr unscheinbare Anomalien. Nichts, 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 nichts. Das Poster. Ich glaube, kein Poster. Ah, doch, ein Gemälde hat sich verändert. Jokalon. Ich bin jetzt mal so arrogant und sage, hier ist alles cool. Ja. Das geschulte Auge. Hat das direkt erkannt. Wikingerschatz, Elefant. Was passiert wohl mit denen? Mit denen geht bestimmt auch irgendwas. Die Bros hier drüben sind cool. Pfeifchen ist da. Ich höre irgendein Geräusch. Was ist das für eine Melodie? Biggie? Was ist das? What? Alter, totgestochen von seinen eigenen Bienen. Okay, ein paar Dinge in dem Spiel sind schon echt sehr... sehr, sehr grausam, ne? Yikes! Und was sagen Sie dazu? Das, der Mann tut nur so, als wäre... eine Figur. Der ist eigentlich ein echter Mensch, der angestellt ist, nur um da dämlich rumzustehen. Mhm. 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 Habe ich die mir genau angeguckt? Jo. Das Pferd. Der Knutschaffe hier drüben. Das goldene Ticket. Bigfoot. Ich will endlich Bigfoot-Anomalie. Da habe ich so Bock drauf, das zu sehen. Schule ist gut. Er hat sich erholt von den fiesen Bienenstichen in seiner Fresse. Nose to nose. Der Schweinepeter. Ich würde sagen, hier ist nicht. Ich würde sagen, hier ist nichts. Hm. Hm. Ich wüsste nicht was. Ich sage, hier ist nichts. Ich wette, irgendwas ist noch richtig versteckt. Ich achte auch schon so auf diese Sitzreihen, dass da vielleicht nicht irgendwann mal ein Sitz zwischenfehlt. Es sind immer so Vierer-Dinger hier. Und ich sage, es ist nichts und 6. Sind wir wieder bei 6. Hier ist alles cool. Hier ist alles cool. Hier ist alles cool. Cool, cool, cool. Cool, cool. Cool, cool. Pferdekopf. Wolfsrute. Oh Gott! Oh! What?
Alter, okay, da war ja ein... Das finde ich, müssten die mehr einbauen. So akustische Jumpscares, wenn man dann sich so auf diese ganzen Details konzentriert. Ich habe mich eben richtig erschrocken, weil ich so vertieft war in die Details. Davon bitte mehr. Hä? Null? Hat er es nicht gezählt? Oh nein, ich habe den Hebel irgendwie nicht... Ich hätte schwören können, ich habe den Hebel richtig gedrückt. Hätte ich vielleicht ein bisschen warten müssen, aber war ich zu gierig. Da war ich zu gierig. Nicht cool. Da war ich ein bisschen zu schnell. Zu sehr flutsch, flutsch, flutsch. Hysterie, Aufregung, dank Schmusebärchen hier drüben. Ein Geräusch. Pfeift irgendwas so merkwürdig. Ich sag hier war nichts und eins. Hier ist auch nichts. Ja, ein bisschen mehr Jumpscare. Ist nicht verkehrt. Weil der zündet, wenn du so konzentriert bist auf potenzielle Fehler. Die wird doch auch irgendwas haben, oder? Mr. Johann. Für so eine Melodie jetzt irgendwie. Irgend so ein Geräusch. Ha. Huh. Ganz merkwürdiges Hintergrundgeräusch. Ach, guck mal hier. Yo. Anomalie. Okay, wieder eine gefunden. Zwei. Also die Lampen könnten potenziell auch was sein. Die Lampen. Bigfoot. El Jefe hier drüben. Oh, hier. Anomalie. Irgend so ein Dämon hängt da oben. Nice. Drei. Ich warte nur darauf, dass die Kids hier mal mutieren. Fisch. Die Bros. Der Jäger. Der Affe. Die Wölfe. Ja, bis jetzt hatten wir wenig an den Bildern. Mr. Johann. Ich würde sagen, hier ist nix. Ich würde sagen, hier ist alles cool. Vier. Mutiert endlich hier, Drecksplagen. Nix. Next.
Nix, nix, nix. Nix. Nix, nix, nix. Nix. Bigfoot immer noch total harmlos. Nase an Nase. $49 für einen Kurs. Ist einfach ein unheimlicher Dude, ne? Jogalon. Noch der gute alte Jogalon. Die Hasenklasse, die Köpfe sehen alle clean und solide aus. Würde sagen, hier ist nichts. Ich hoffe, ich hab's. Also ich wette, es gibt noch ein paar, die sind halt super, super dezent. Ein paar davon werden wieder super dezent sein. Aber ich sage, hier ist nichts. Und? Oh, hier war was. Ja, irgendeins muss super dezent sein. Irgendeins muss super, super dezent sein. Du da. Nothing. Die Spinne, die Klasse. Wird erschossen. Ach, der war's. Das ist das Superdezent. Dem seine Augen waren dunkler. Ich sage, das Bild ist schwierig. Es war das hier. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt mal so rein. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber es war das Bild. Es war das Bild, glaube ich. Da ich dachte schon so, hä, sind dem seine Augen so ein bisschen dunkler? Weil das Bild ist, glaube ich, echt schwer. Muss man sich richtig einprägen. Nüschze. Nüschze. Ich laufe jetzt einfach mal durch in der Hoffnung, dass ich noch irgendwie ein offensichtliches catche, um ein bisschen zu lernen. Bärenfamilie. Das Gemälde. Der Jäger, Grizzly, Axt, Steine, Pinguin, Goldclub, Biggie Fufu, die Löwen, die Schweinchen, Nasenspitze an Nasenspitze für $49. Eins. Nix. Nix, nix, nix. Bärenfamilie, der Fisch. Wikinger. Gemälde. Ja, das andere hat ja auch zum Beispiel so komische Spuren nur an der Wand gehabt. Da waren wirklich ein paar richtig knackige dabei. Pferd. Wildschweine mit Häschen. Affe, Wolfsrudel. Ah, hauen wir doch mal noch so ein paar offensichtliche entgegen. Die Augen von dem leuchten ja immer.
Geh mit dem Schäfchen. Na, es war dieses blöde Bild. Bin ich mir sehr sicher. Jogalon. Museum. Vielleicht gibt es ja auch so Kleinigkeiten wie Mr. Johann nur mit einem N. Nobody knows, ne? Ich vergesse auch immer diese Vitrine mit den Knochen. Die hier, die muss ich mir auch mal immer genau angucken, weil da könnte auch irgendwie, ja, was umarrangiert sein oder so. Die Bänke sehen alle gut aus, der sieht gut aus. Ich würde sagen, hier ist nichts. Könnte irgendwann da was draufstehen auf dem Turtle-Vieh? 2. Schon wieder so ein Geräusch. Wir laufen einmal so schnell durch, dann machen wir eine. Hier, was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Ganz merkwürdiger Sound. Ganz, ganz merkwürdiger Sound. Ha. Huh. Wieder nix. Gut, schauen wir nochmal ganz genau auf die Vitrine mit den Knochen. Lampen. Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Ja gut, Anomalie. Die Vitrine mit den Knochen. Ich wusste es, dass man die nicht vergessen darf. So, haben wir jetzt mal das auch noch rausgefunden. Ja, ich weiß nicht. Ist hier eine Anomalie? Kannst du ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Eure Meinung? What? Ich bin tot. Ich hätte sich angucken dürfen, den kleinen Jogo. Wow. Wow. Hab mich gefressen. Heftig. Okay, einfach durchrennen und nichts anstarren. Wollte doch nur analysieren und forschen. Mr. Johann, hä? Huh? Da wurden wir ganz schön gebimst. Ist das Licht irgendwie anders? Ist das dunkler, roter? Ich hab's anders vor. Nasenspitze an Nasenspitze. Kommt mir irgendwie so ein bisschen düsterer vor. Jo. Er macht immer noch die gleichen Geräusche, ne? Aber ich würde sagen, hier ist... nichts. Ja, lang dem Jogalon niemals an den Schwanz. Der beißt. 1. Eben gerade sah das so ein bisschen... düsterer irgendwie aus. Aber ja, irgendwann wirst du paranoid. Irgendwann deutest du alles als potenziellen möglichen Anomaliehinweis.
Wie die Goonie-Kids hier drüben. Waren es beim anderen auch 35 Anomalien? I don't know. Ich weiß es gar nicht mehr. Das goldene Ticket. Big Man Fu. Die Spinne. Der Vogel. Der Mann mit dem Honig. Mr. Honig. Ich würde sagen, hier ist nichts. Ich werde nur von diesem Mann hier sehr stark belästigt. Zwei. Elefant. Die Bärenfamilie. Also ich gehe davon aus, dass in jeder Vitrine potenziell eine Anomalie stattfinden könnte. Ne, eigentlich so rein theoretisch, oder? Ich weiß nicht. Dass mit dem noch nichts passiert ist. Oder es war irgendwas, was schon passiert ist, aber wieder so marginal war, dass wir es nicht gedeutet haben. Ah, hier. Mit Folter. Drei. Also bis jetzt war die heftigste Anomalie diese der Boden des Lava-Anomalie, ne? Wow, was war das? Bigfoot? Ey, Moment, ich glaube, wir sollten gehen. Nicht, dass der ausbricht und... Der... Alter! Oh Gott, der fetzt aber auch durch, der Sohn. Wow. Da war Hass. Da war richtig Hass dahinter. Ah, guck mal hier. Die Goonies. Da war richtig Hass in Bigfoots alten Adern. Das ist schon krass, dass es jetzt hier auch so viele gibt, die dich wirklich killen können. Fünf. Ich sag, ich wette, in jeder Vitrine kann potenziell was abgehen. Also wenn wir jetzt hier das Hammern hören, ne? Es klopft. Dann sprinten. Ich kann den Typen immer noch nicht leiden. Anomalie. Mary mit dem toten Schaf. Wann passiert hier mal was mit der Bärenfamilie? Wann ist es endlich soweit? Wann erreiche ich das? Mit Johann muss auch irgendwas gehen. 100% hat der auch mindestens eine Anomalie.
100 pro. Der Yule-Ticket. Die Lampen sehen alle gut aus. Honigmann, Mary, Bauer Blip, Poster, die Knochen wieder checken, die habe ich nicht vergessen. Der Joggalon. Ich darf die Knochen nicht vergessen, da bin ich immer so ein bisschen... Nee, die sind cool, die Knochen sind cool. Ich würde sagen, hier ist nichts. Die Wölfe sind auch wie immer. Die Schweine sind auch wie immer. Ich würde sagen, hier ist nichts. Ich achte jetzt auch viel mehr auf die Lampen. Auch ob eine mal flackert oder sowas, kann ja auch irgendwas sein. Ah, wenn da jetzt was war, dann war es verdammt gut versteckt. 7. Kids. Hier ist nichts. Lampen. Löwe, Schweine, Jagdgenosse, Knutschaffe, Elch, Mr. Johann, das goldene Ehepaar mit dem goldenen Ticket. Köpfe hier sehen alle gut aus. Die Klasse sieht gut aus. Die Spinne sieht gut aus. Der Tukan sieht gut aus. Die Hand macht keinen Groove. Das Gestein hier drüben. Ja, das muss da auch nochmal hier mit dem Schweinepeter passieren. Oder mit diesen Stofftier-Dingern im Hintergrund muss auch irgendwas kommen. Ich denke, glaube, hier ist nichts. Okay, ich sag, hier ist nichts. Acht. Wo waren wir bei 11, ne? Oh Gott, schon wie... Oh mein... Oh, ey. Alter, schon wieder. Ja, gut, hier ist was. Boah, dieses... Uff. Boy. 9. Okay. Anspannung pur. Nichts. 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 Dass wir mit dem noch keine Anomalie haben. Aha.
Das Einzige, was du machst, ist nervig sein. Bienenmann ist cool. Das hier ist cool. Das hier ist cool. Ist der jetzt... Ne, der ist cool. Der ist cool. Lampen nochmal checken. Ich sehe nichts. Die Tierköpfe sehen normal aus. Die Sitze haben sich nicht verändert. Bigfoot hat sich nicht verändert. Ich würde sagen, hier ist nichts. Ja, ich würde sagen, hier ist nichts. Mir fällt zumindest nichts auf. Wenn da irgendwas ist, dann ist halt wieder ein super versteckter. Krokodil. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ne. Ich hoffe. Und... Ja, 10. Wir kommen bei 10. Die sind cool. Sehe ich auch nichts. Sehe ich auch nichts. Affenkopf. Oh, wow. Geil, Alter. Das ist ja richtig die coole Anomalie. Der Werwolf-Clan. Nice. Jetzt bitte. Lass mich jetzt nicht irgendwelche Sauereien machen. Ich bin auch jetzt ganz langsam mit dem Hebel. Of course, 11. Das war so eine fette Anomalie. Die kann man nicht übersehen. So, ich guck mir auch die Lampen alle genau an. Flackert eine oder so? Nee, ich frag mich, was halt hier drin abgeht. Die Krähen picken denen die Augen aus. Alles normal. Soweit alles normal. Oder was geht hier wohl ab? Die Hasen picken denen die Augen aus. Das ist keine Knarre irgendwie hinter deiner Hand oder so. Alright. Das goldene Ticket. Was geht hier wohl ab? Es gibt noch so viele offene Fragen, ne? Schafsfamily, der Knochen. Die Trophäen da oben sind alle gut, alle clean. Keiner, der sich die Rübe weggepustet hat. Mary ist cool. Er ist cool. Er ist cool. Jogalon ist cool. Das ist es doch, oder? Der hat doch jetzt irgendwie so besessene Augen. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, das ist so schwer, finde ich. Weil das siehst, der hat einfach nur ein bisschen Schminke. Ja, der hat einfach nur gesagt, heute schminke ich mich. Ja, und das war's. Sich einfach nur ein bisschen schick gemacht. Heute gehe ich dragon. Cool, mach, do it. Aber das ist keine Anomalie. Bro.
Okay, das ist sowas von Anomalie. Unangenehm. Wow. Die töten dich. 13. Wir hatten jetzt echt Glück, dass die Anomalien in your face-mäßig unterwegs waren. Ich muss sagen, ich finde es aber irgendwie cooler als das erste, so von den Anomalien her. Das ist ein bisschen spannender, finde ich hier. Na, du alter Rattenflüsterer. Oh, was haben die hier? Schweinekopf, Blut und ja, Anomalie-Profi. Er ist es einfach. Naja, Profi, ne? Bams. Projekt 13. Darf ich jetzt endlich nach Hause? Ja, war echt sehr, sehr cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Richtig geil. So. Doch, war cool. You are awesome. Och, dankeschön. Hey, voll freundlich. Ich guck mal, ob wir noch alle Anomalien irgendwie in einem Video angucken können, ob es da schon was gibt, weil das Spiel kam gestern erst raus und ja. Also wenn ihr es guckt, dann kam es vorgestern raus, weil ich muss ja auch noch aufnehmen und so und rendern und hochladen. Aber ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. 18 von 35. Hardcore-Mode. Sollen wir da einmal reingucken? Komm, wir gucken einmal den Hardcore-Mode rein. Ich weiß gar nicht, was da dann so anders ist. Es regnet schon mal. Uff. Okay. Das sind wahrscheinlich alles dann Hardcore-Anomalien. Vielleicht gibt es ja da Anomalien. Ist das einfach jetzt schon die Anomalie? Oder ist es immer so? Das ist doch eine Anomalie. Oder? Ich denke, das ist eine Anomalie. Ja, okay, das war eine Anomalie. What? Das war nicht die Anomalie. Hier ist immer alles unter Wasser. Ich habe nochmal die Anomalie getriggert, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der Hardcore-Mode hat Wasser. Was war das? Kacke, das ist Bigfoot. Aus dem Weg, Mr. Johann. Es ist verdammter Bigfoot. Uff, Alter. Hä? Null? Ich hab doch eingeloggt. Ich könnte schwören, ich hab eingeloggt. Ich hab sowas von eingeloggt. Hundertprozentig. Hundertprozentig habe ich eingeloggt. Das Problem ist halt, man weiß halt nie, wann man was triggert, ne? Jetzt habe ich eins. Also es könnte... Alright, noch eine gefunden. Bärenmutant, der Menschen nascht und schlabbert. Ich habe doch 100% Bigfoot eingeloggt. Und Bigfoot ist so eine Anomalie. Zwei. Jetzt haben wir zwei neue gefunden. Ich bin jetzt bei 20. 15 fehlen noch. Lichtverhältnisse sind auch schlechter hier.
deutlich schlechter hier. Die Hasenschule. Oh. Ich habe die Hand nicht gecheckt. Ja, wie gesagt, ich würde mir dann einfach nochmal alle Anomalien angucken, wenn es da was gibt. Ansonsten müsst ihr halt dann, wenn das Video... Ach, nee, da war irgendwas. Huh. Der Wasserpegel ist leicht angestiegen. Was weiß ich. Ja, ich guck mal, ob das schon jemand hochgeladen hat, alle Anomalien. Dann gucken wir die jetzt noch gemeinsam an. Ansonsten müsst ihr halt... selbst... entweder auf YouTube gucken später, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Oder, ja, selbst spielen. Man kann auch Spiele selbst spielen. Ich wusste nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist durchaus möglich. Man kann Spiele auch selbst spielen. Ganz verrückt, ich weiß. Nun, Densen. Dann schauen wir mal, ob ich was finde. Und vielleicht sehen wir uns ja dann gleich noch. Let's go. Eins. Was ist das für ein Geräusch? Achso, das ist hier anscheinend immer. Die Füchse saufen da unten. Jetzt wirklich alles geflutet. Ich hätte halt gerne was mit ihm hier noch gesehen. Aber es ist mir irgendwie nicht vergönnt. Der wird einfach nicht getriggert. Na gut, schaue ich mal. So, wir schauen uns noch alle Anomalien an. Den hatten wir. Und den finde ich richtig, richtig geil. Das Ding ist richtig biestig, wie ich finde. Den hatten wir auch. Bigfoot dreht durch und scheppert hier nochmal gegen das Glas. Ja, wie gesagt, also du kannst auch Stunden an einer Anomalie hängen. Ja, bis die getriggert ist. Du weißt es ja nicht. Du weißt es ja nicht, ob in dem Run jetzt genau die Anomalie kommt, die du noch nicht gesehen hast. Das ist aber auch der Bigfoot aus Finding Bigfoot, ne? 1:1 dasselbe Viech. Ist das also auch wieder nur Acid? Ich dachte, die hätten wenigstens ihren Bigfoot selbst designt, aber das ist der. Oder die Ähnlichkeit ist halt wirklich... unglaublich phänomenal. Ja, die Werwölfe auch cool. Außer der vorne, warum hält ihr die Hände so in die Höhe? Das ist ein Partywolf. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich's. Das ist ein Partywolf. Ja, die kennen wir auch. Und das ist halt auch wieder so ein Acid-Model. Die durchgeknallte Ex-Freundin hier in dem Fall. Die durchgeknallte Mary mit einem toten Lämmchen. Krank. Absolut krank. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas mit den Schweinen passiert. Okay, das kennen wir nicht. Irgend so ein... keine Ahnung. Oh. Strigoi oder was auch immer das sein soll. Das war auch einer meiner absoluten Favoriten. Totgestochen von den Bienen. Der sah schon wirklich derbe aus, ne? Hat der Mann ein Kissen unter seinem Pullover, weil... ja, der ist ausgestopft. Der ist definitiv ausgestopft. Willst du meinen Honig? Nö, danke. Beim Flintenputzen. So sterben Menschen gelegentlich. Okay. Mr. Johann mit 2 N. Hat die irgendeinen Dolch? Okay, die hätte ich gerne gesehen. Also bei mir während dem Spielen. Alles klar, die war richtig gestört.
auch ziemlich gestört. Lady Gausen. Bei Radio Gausen. Ganz schön durch. Da wäre ich gerne durchgelaufen, aber ich habe ja dieses kleine Vieh gestreichelt. Ah, guck mal, der schlägt sogar nach... Also deutlich besser als der erste Teil, finde ich, was die Anomalien angeht. Okay, den Move mit der Zunge wusste ich nicht. Wahrscheinlich hat er mich dann einfach nur geschleckert. Irgendwas da vorne oder so? Nö, sie sitzt einfach da und macht ihr Programm. Offiziell wohl eine Anomalie, wie es scheint. Und jetzt lässt er sich irgendwie noch fressen, ha? Huh? Süß. So. Das hatten wir auch nicht. Eine aufgespießte Lady. Die aber glücklich ist. Sie lächelt. Sie hat Freude. Richtig Spaß da drin. Ja, mit den... Das hatten wir. Die Häschenschule, die von Ziegenmann und Satan höchstpersönlich unterrichtet wird. Heil Satan! Ja, mit den Vitrinen hatten wir allgemein so gut wie gar nichts. Oh, der Elch uriniert! Das hätte ich echt leicht übersehen können. Er macht ganz schockiert Pipi, aber wir hatten das... Okay, das hatten wir echt nicht. Hat fertig gepinkelt. Das ist ja auch eine coole Anomalie. Jo, nice! Na, die hatten wir sogar zweimal. Ich hätte mir halt mehr solche Schocker-Anomalien gewünscht, die dich auch so ein bisschen erschrecken. Ja, die Ratten hatten wir auch. Die dich ja sogar killen können. Also uns haben sie Gott sei Dank nicht gekillt, aber sie können's. Hätte ich mal gern gesehen, wie das aussieht. Lass dich killen. Schade. Weil ich habe Schaden genommen. Okay, irgendwelche Parasiten auf den Schweinen. Die haben auch irgendwie geschwollene Augen und Nasen und so. Ganz schön bäh. Ja, das kennen wir aus hier Folklore Hunter. Da spacken die Tiere doch auch so rum. Oh mein Gott, das kannst du ja sowas von Hardcore übersehen. Uff, also die hätte auch dabei sein können. Die kann man super easy übersehen. Das Zebra trägt eine Maske und hat seine Streifen verloren. Okay, das ist nicht so unauffällig. Das kriegt man mit. Der Affe bewegt sich da oben und hat die Nase blutig geschlagen. Ja, auch das kann man mitkriegen. Also ich finde bis jetzt die gefährlichste Anomalie, die man sehr, sehr leicht übersehen kann, war der Fuchs. Das war richtig leicht zu übersehen. Weil auch die Vitrine, wenn du da mit deiner... Ja, du hast keine Taschenlampe, aber irgendwie hast du so wie so einen Leuchtkegel, wenn du dich Sachen näherst. Es wird ja heller, ne? Okay, das findet man auch, ja. Dann spiegelt die ja auch so. Und dann liegt die ja noch da unten in den Schatten, da musst du wirklich ganz, ganz genau hingucken. Okay, die ist auch schwer zu übersehen. Wäre jetzt cool, wenn sein Kopf da hängen würde. Okay, wo der Affe halt hängt.
aber schon witzig. Jetzt würde ich mich mit ihm nicht mehr anlegen. Der Bruder ist buff. Ah, okay, so ein kleines Spinnenmonster. Spinnenfuchs, Spider-Fox. Ja, aber dass da sich irgendwas verändert, das habe ich mir eh gedacht. Entweder alle oder einer so. Also da habe ich auch immer hingeguckt. Das war auch ziemlich tricky, wo man schnell übersehen kann. Aber da haben wir auch gut reagiert. Und das Bild, das letzte, ist ziemlich schwierig. Weil da wirklich nur ein bisschen die Augen schattiert sind. Ja, wenn man sich die ganzen Sachen einprägt, finde ich, fällt das auch ganz gut auf. Wendigo oder was es sein soll. Die Ghoul-Kinder. Macht der Elefant auch irgendwas? Der Werwolf. Den hatten wir. Da hatten wir nichts. Da sind irgendwelche nackten Männer im Hintergrund. Das sind die fetten Roten aus Sons of the Forest. Ja, Schweineblut und Totenschädel hatten wir auch. Dann noch die Lampe hatten wir. Das hatten wir auch, ja, das komische Hyänen-Mutantenvieh, das den kleinen Jungen zerfleischen will. Das hatten wir nicht. Ah, da wird jetzt zum Grim Reaper. Mit dem kleinen Jungen da unten sind irgendwie die Augen wegradiert worden. Ja, das hier, das finde ich super schwierig. Ach, da unten liegt noch eine Leiche. Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich so aufs Zentrum konzentriert des Bildes, weil hier sind schon so viele Gruselmasken und alles. Im Endeffekt, hier, er kriegt so einen Schatten unter die Augen und da unten ist so eine verknotete Leiche. Okay, es ist das einzige Video derzeit. Ach, das war schon das Ende. Ja gut, Leute, das war das Ende. Alle Anomalien und Ending, es gibt nur ein Ending. Ja, jetzt haben wir die alle nochmal gesehen. Zu dem Zeitpunkt, ich habe es am Dienstagabend aufgenommen und ich glaube am Montagabend ist das Spiel erschienen. Und heute Morgen, Mittwoch, ich habe das Video schon fertig hochgeladen gehabt und alles, habe ich gesehen, ey, es gibt doch noch jemand, der alle Anomalien erspielt hat und das schon mal hochgeladen hat. Deswegen Props gehen raus. Ja, das war das Spiel. Ich fand es deutlich besser als das erste Spiel. Eure Meinung zu dem Ganzen gerne in die Kommentare buttern. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Noch ein Hashtag. Stimmt, wir brauchen noch ein Hashtag. Hashtag. Was nehmen wir dann? Ich bin Hashtag Anomaliechaos. In die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.